Hey Leute, willkommen zur neuen Folge. Hey Leute, ich weiß nicht, ob ich das ganz drauf habe. Ja, zur neuen Folge. Also wir wollen ja gleich den epischen Sonnenuntergang genießen. Das ist ja noch aus der letzten Folge. Hier ist es, glaube ich, eher nochmal, glaube ich, schon. Aber es war doch da konnte man so schnell hoch und runter. Ich glaube, Magma ist zum Runterkommen und so ist dann zum Hochkommen. Ja, weil ich will auch mal. So, heute wollen wir ein bisschen die Villager bestehen gleich. So, aber davor können wir schießen. Diesen epischen Sonnenuntergang einfach. Okay, so, aber bevor jetzt die Untoten kommen, weil wir haben ja kein Eisengolem mehr, das ist ja aus der letzten Folge. Da hatten die Eisengolems nicht die besten Karten bei mir. Wir wollen jetzt auch ein paar Villager mal berauben. Tja, Villager, ja, was gar nicht so. Was haben wir denn hier? 5 Smaragdblöcke, also ganz viel Geld. Geil, ich will das auch übrigens berauben. Ich weiß schon ungefähr, wo ich eventuell was drin habe, aber lassen wir uns einfach überraschen. Was hat er hier? 5 Tierblöcke. Ich nehme das jetzt alles hintereinander auf. 5 Tierblöcke. Ihr wisst, was wir damit machen. Der Tierschwitz sagt, und dann gibt er den Nita. Juhu! Ich warte, ich freue mich gar nicht auf den Nita. Ja, müssen wir dann. Ja, noch dieses Goldrüstungsteil. Dann haben wir gleich auch nicht die größten Probleme mit dem Piglins. Gibt es übrigens eine Taste, womit man einfach das schnell hoch machen kann? Wenn ja, dann sagt sie mir. So. Das wollen wir nicht mitnehmen. Das Geld am besten auch nicht. Vor allem. Ich gleich die Smaragd. Die wollen wir nicht unbedingt mitnehmen, glaube ich. Noch einmal. Okay. Die wollen wir aber mitnehmen. Und so einmal so, was wollen wir? Lava eventuell. Weiß nicht, ob wir den Weg ziehen, sonst finden gleich. Wir sollten uns jetzt aber mal auf den Weg machen. Ich hoffe, dass dieses Crying Obsidian auch geht hier fürs Niederbotter, sonst hätten wir richtig schlechte Karten. Sonst, wo wir auch schlechte Karten hätten. Wieso nehme ich nicht gleich ein Ding mit? Wieso nehme ich gleich Eisenohr mit? Leider weiß ich nicht, ob es diese Mod für die 1.16 Ding gibt, aber ich wäre cool, wenn es die Ohrschiebs-Mod gäbe. Ach so, wir müssen ja noch Kies meinen. Vielleicht wird es mit Nita doch noch kurz dauern. Haben wir hier irgendwo Kies? Schlecht, also bitte sag, wir haben hier irgendwo Kies. Nee. Also Leute, ich pausiere kurz die Aufnahmen. Wir sehen uns gleich, wenn ich Kies gefunden habe. Ist gleich. Oder einen Feuerstein gefunden habe. Kies sage ich jetzt mal nicht gerade aus, irgendwo, ja. Wir sehen uns dann genau hier gleich wieder. Wir sehen uns dann gleich vorm Haus, genau.
Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und da ist gerade tatsächlich mein Game mal gecrashed. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall. Hab ich Akis, ey, ich hab gefühlt jetzt eine halbe Stunde rumgesucht nach Akis. Okay, ich sag eine halbe Stunde, aber es waren es vielleicht 5 Minuten, ich weiß gar nicht, noch wo, aber. Und hier habe ich Kies dann tatsächlich gefunden. Eine gefühlte halbe Stunde. Nur für so ein Item. Ich hätte jetzt auch deswegen extra in Creative gehen können. Und da kann. Ach, es cheatet es mir denn einfach nicht. Keine Ahnung. Ich will so wenig cheaten wie möglich. Wenn ich in Minecraft Crash und jetzt ich nur cheate, dann ist vielleicht noch 8 Stunden zu Ende. Und so ein bisschen Crying Obsidian nicht. Ich glaube, da müssen wir Lava aufsuchen. Und dann wollen wir noch hier oben. Schand ist früher so geil, wenn man dann. Also es war ja gleich noch in der 162, schau ja von Gromme hat die das Let's Play Minecraft Invasion, der ja auch mit dem Texturenpaket gearbeitet. Das ist Obsidian, nee, ich weiß. Das ist Obsidian. Sitze, okay, da war's. Damals war es doch so, dass man schon gesehen hat. Okay, es wird schon abgebaut, so cool. So, okay, tatsächlich funktioniert es mit dem Crying Obsidian nicht, aber wir haben ja hier in den Ecken noch Steine, dann werden wir das einfach dadurch auswechseln. Ich habe keine Ahnung, für was man Crying Obsidian verwendet. Wenn ihr es wisst, rein damit in die Kommentare. Mein Freund, der zockt ja auch ganz viel Minecraft. Der könnte mir da helfen. Ja. Ich denke, du weißt schon, dass du gemeint bist. Du bist ja auch mein Manager. Ja. Sein Kanal, glaube ich, Jonathan noch. Jonathan Weltland. Ich will jetzt kein Kanal-Namensnennungsvideo machen. Kein Grußvideo. Kann ich halt auch mal machen. Wenn ihr gegrüßt werden wollt. Ja, die Kommentare kann ich gerne machen. Aber ich weiß nicht, ob ihr es wirklich wollt, dass an jeder euch im Video sieht. Manche mögen es, glaube ich, manche nicht. Falls ihr gegrüßt werden wollt, dann damit in die Kommentare. Okay. Dann gehen wir jetzt in die Hölle. Also, das ist hier endlich mit das vollständigste Ding, was ich bisher gesehen habe. Das vollständigste. Nee. Nita. Nita-Portal, was ich gesehen habe. Mann, jetzt geht's hier schon los. Greifst du mich an? Ich hasse mich nicht zum Glück. Das ist vollständig, was ich gesehen habe. Oh, hier, ey. Was hab ich denn hier für Tricks? Spawnpoint hier. Ich halt mal gerade so. Nein, ich brenne. Auch einfach nur Soul Sand. Ich einfach. Oh nein. Darauf habe ich mich jetzt nicht gefasst gemacht. Jetzt aber wenigstens mal den. Das greift ganz einfach an. Wir tun dem nichts. Wir besiegen nur den Gast. Bei der, also der Gast, die, ich mag die Gast eigentlich, aber. Da wird so triggert, dass er einfach rein angreifen, ohne dass man irgendwas getan hat. Ich hoffe, wir finden hier irgendwo Soul Sand. Jetzt habe ich dann wieder eine gefühlte halbe Ewigkeit. Ich hatte gerade schon echt erst noch eine Runde. Danach suchen. Ja, wir haben auch einen total schlechten Spawn, glaube ich, erwischt. Mm-hmm.
Oh, ich glaube, wir haben uns. Sind sehr richtig, mein. Ein Mendingsort. Hä? Ey, das war. Ey, der. Das ist doch Cheater, ey. Warte, komm. Nee, ich will direkt sein Creative, aber. Also, das war richtiger Cheater, ey. Ich hatte noch. Lee. Und dann kommt. Ich hab den so oft geschlagen und der nimmt einfach keinen Schaden. So, hallo, jetzt muss ich da zu diesen 1000 Zombie-Tracks. Scheißkerlen dahin, diesen Drecks Missgeburten dahin gehen und die alle erledigen. Drecks, das sind echt Drecks Schweine wortwörtlich. Die Pikmänner, ey, ich hasse Pikmänner ab jetzt. Geht ins Drecksnetherportal rein, so. Ja, natürlich gleich alle. Sofort sehen sie mich wieder und sofort. Sofort auch ohne Rüstung erkennen sie mich. Ey, das steckt einfach die größte Logik hinter. Ja, und am besten kämpfe ich jetzt noch durchs Feuer. Am besten, genau. Ich. Ja, sterb noch durchs Feuer, Idiot, ey. Jetzt reicht's mir. So, Slash. Jetzt reicht's mir. Tut mir leid, Leute, wir müssen jetzt cheaten. Jetzt reicht's jetzt, welche alle erstmal auslöschen. So. Jetzt können wir mal die Fett die Eier lecken. Tut mir leid. Solche Ausgabe. Also, tut mir echt leid, welche aber ist ausraste. Aber. Ey, du. Ihr habt's gesehen, ey, diese. Wo soll ich jetzt. Ich hol mir jetzt einfach so ist, dann tut mir leid, Leute, dass wir jetzt in Creative gehen müssen, aber. Es geht einfach nicht anders. Die belagern hier. So. Jetzt, ey, das befriedigend pur, Leute. Ich kann es einfach nicht anders sagen. So befriedigend, alle diese Juden sterben zu sehen. Drauf. Wir müssen es. Ich erlege jetzt schnell alle im Creative. Vor allem. Ich habe den angegriffen und der nimmt einfach keinen Schaden mehr. Und der. Was sind das für OP-Mobs? Ich meine. Mojang, die sind. Das war der, glaube ich, den angegriffen hat und der dann einfach so viel Leben. Das sind hier keine Hexen. Ich weiß nicht, ob es Hexen sind so. So. Drecksschweine, ey. Gar kein Schwein. Das sind so richtige. Drecks, ey, niemals so. Ist egal, ob Cheaten jetzt illegal ist oder so, mir reicht safe. Ich glaube, Folge 7 ist es oder 8, keine Ahnung. Direkt mit Ausraster drin. Ey, wir gehen jetzt, wir machen die Saison zu Ende mit einem Aufzug, auch wenn die Folge wieder Überlänge hat, wie es jetzt bei den ganzen Folgen schon nach. Ist mir jetzt ehrlich gesagt, die wird mal egal. Das ist erstmal. Ich kann jetzt auch, wenn ich. Wenn das nochmal passiert, ist vorm Bilder, schieße ich mir eine Diamant. Irgendwie nochmal eine Darit-Farm. Tut mir leid, Leute. Für die Ausrutscher in dem Video, aber. Fehlen die Worte. Das ist hoffentlich jetzt die. Ach, ja, das ist mir jetzt egal. Sich jetzt noch geholt im Creative, so. Ich weiß, das ist jetzt nicht so wie jedem gefallen, ich weiß auch schon direkt bei mir beschwerbar und sagt dann, du Cheater, cheat dir doch gleich, wieso cheatest du dir nicht gleich alles? Aus dem Grund, weil ich auch gleich, ich habe noch Spannung so und jetzt fehlt uns natürlich das Nether-Portal. Jetzt mal, so dann sind wir hier mal im Creative Mode. Och, Mann, ey. Hier gerade regt mich das Spiel richtig auf. Wir mal den Spectator Modus. So, schauen, wo das Niederportal ist. Schade, dass den in der Bedrock Edition nicht kommen. Gibt, da hat Mojang auch wieder Fehler gemacht.
Ja, cooler Mode. Was ist das hier? Bastion, ja, ist mir egal, ob da eine Tricksbastion voll dieser voll Idioten steckt oder nicht. Ich kenne die. Ist egal. Ach, jetzt sind wir jetzt auch egal. Ich einfach nur nach Hause. So. 15 Minuten 20. Mann, ey, das war gerade eben echt. Wenn ich das schon sehe, da sind so viele, dann kann es nur in dieser Richtung sein. Auf jeden Fall war daneben was heiß. Ich will die Folge eigentlich noch zurück. Ich will ungern im Nether die Folge beenden. Das können wir mal machen, wenn wir irgendeine Farm hier bauen oder sowas. Ich muss mal schauen, dass wir uns durch den Bedrock mal durchpacken. Erst wenn ich irgendwie schaffe, diese Idioten rauszutun. Okay, ich kann sie jetzt nicht raus. Ich könnte theoretisch irgendwie durch die lokalen Dateien wahrscheinlich entfernen. Dann muss ich manchmal wieder neu installieren. Ihr kennt das Ganze zur Geschichte und dann ist wieder die Welt nicht aktuell, wenn die Welt dann wieder nicht aktuell wäre. Dann wäre das Projekt ziemlich auf Art Glatteis. Es tut mir leid für die Cheaterei in dieser Folge, aber was soll ich machen? Ich habe gerade an Netherportal gehört. Ich dachte. So. Ich muss jetzt noch hau mir jetzt schnell hier jetzt ein Netherportal angeben rein und. Es könnte sein, dass dann spawnen wir halt da, wo dann gleich landen. So. Dann wollen wir einmal. Krass, für was man heutzutage sein Leben aufs Spiel setzt. So, okay, wo ist das Feuerzeug des Blindens? Blindenstil, so. So, und da werden wir uns dann. So, mal schauen, wo wir sind. Oh nein, ich hab's bei komplett weg sind. Oh Leute, das sieht nicht gut aus. Leute, ich glaube, wir wissen, was wir in der nächsten Folge machen müssen. Verdammt. Scheiße. Ich muss echt nochmal zurück in den Nether. Okay, ich versuche jetzt. Ja, Leute, wir sehen uns. Nächste Folge dann wieder in unserer Welt. Ich versuche jetzt in unsere Welt zurückzukommen. Wir sehen uns, tut mir leid für die Schießerei und Ausrutscher. Wir sehen uns bei der nächsten Folge.